Prothese sowie die Damen und Herren Kreisbeigeordneten sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Auch begrüße ich sehr herzlich unsere anwesenden Pressevertreter, die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und für das Krankenhaus Frankenberg begrüße ich die Geschäftsführerin Frau Jansson. Herzlich willkommen. Seit unserer letzten Sitzung hatten zwei Personen Geburtstag, den möchte ich jetzt heute nochmal nachträglich herzlich gratulieren. Das war Andreas Scharke am 1. Oktober und Iris Rubin am 7. Oktober. Herzlichen Glückwunsch. Die Einladung zu dieser Kreistagssitzung ist Ihnen rechtlich zugegangen. Erhebt sich gegen Form und Inhalt der Einladung Widerspruch? Das ist nicht der Fall. Dann haben sich bei mir für die heutige Sitzung entschuldigt. Von der SPD-Fraktion die Kreistagsabgeordneten Jessinghausen, Müller, Schwarz, Vollbracht, also der CDU-Fraktion, von der SPD-Fraktion Herr Gutheil und die Kreistagsabgeordneten Henkel, Peter Möller, Miro Klein und Dr. Scharf. Und bei den Grünen haben sich heute Herr Dr. Koswig und Frau Schmidt entschuldigt. Und seitens der AfD-Fraktion sind heute Frau Janell und Herr Dr. Salzmann entschuldigt. Und Herr Runge. Und Herr Reuter. Frau Möhring. Nehmen wir auch noch ins Protokoll mit auf. Und Frau Möhring. Frau Möhring ist auch damit noch entschuldigt. Von den Kreisbeigeordneten haben sich Herr Schumacher und Frau Fehle entschuldigt. Herr Vorsitzender, ich möchte gerne noch Frau Krüger entschuldigen, die ist schon im Urlaub. Und Herr Patzer hat die Sitzung gerade verlassen, da wir direkt vor der Sitzung mitgeteilt bekommen haben, dass es Bedenken gebe, dass sein Mitwirken an Tagesordnungspunkt 1 nicht zulässig sei. Das hat uns überrascht, da Herr Patzer ja zum Beispiel vor 14 Tagen auch beim Thema Kreiskrankenhaus mitwirken durfte. Wir nehmen das jetzt aber erstmal so hin. Wir prüfen das, aber deswegen hat Herr Patzer, obwohl er eben gerade noch da war, die Sitzung jetzt verlassen. Herr Meiner, wäre ich jetzt gerade noch darauf eingegangen, weil wir haben seitens der Verwaltung leider sehr kurzfristig prüfen lassen, Widerstreit der Interessen, weil er ja Mitglied des Aufsichtsrates und nicht aufgrund des Mandates hier oder des Kreistages tätig ist, sondern aufgrund seiner Tätigkeit beim Kreiskrankenhaus. Und er hat jetzt freiwillig oder hat jetzt selber die Sitzung verlassen. Wir können das gerne aber auch nochmal rechtlich prüfen. Wir haben ja eben schon im Vorgespräch das mal vorgetragen. Ich habe seitens der Verwaltung prüfen lassen. Aber wenn Sie gerne noch eine weitergehende rechtliche Prüfung dafür haben, würde ich das gerne auch noch zur Sicherheit mit auf den Weg. Nach § 32 HKO in Verbindung 53 HGO stelle ich hiermit die Beschlussfähigkeit des Kreistages fest. Zum Schriftführer für die Sitzung wird Herr Dreyer bestimmt. Gibt es Wortmeldungen zur Tagesordnung? Das ist nicht der Fall. Wir haben uns ja interfraktionell am Dienstagabend auf eine Redezeit von 15 Minuten maximal, würde ich vorschlagen, darüber möchte ich gerne abstimmen. Wer also dem Vorschlag 15 Minuten Redezeit pro Fraktion die Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen, Enthaltung. Damit stelle ich fest, dass die maximale Redezeit von 15 Minuten so beschlossen ist. Dann rufe ich unseren Tagesordnungspunkt 1 auf: Sicherstellung der Finanzierung des Kreiskrankenhauses Frankenberg GmbH. Ich verweise auf die Erläuterung der Vorlage 47/2024. Vor fast knapp einer Stunde hat der Haupt- und Finanzausschuss getagt. Herr Pohlmann für den Bericht. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus, Mobilität und Bauen hat heute getagt. Dabei wurde folgender Beschluss gefasst. Gemäß dem Beschlussvorschlag des Kreisausschusses KT 47 aus 2024, dort wurden die Ziffern 1 bis 3 einstimmig angenommen. Dazu ist ergangen noch ein Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und SPD, die Ziffern 4 bis 5 des ursprünglichen Beschlussvorschlags ändern und noch weitere Ziffern 6, 7 und 8 anfügen. Dieser Änderungsantrag der beiden Fraktionen von CDU und SPD wurde ebenfalls einstimmig im Finanzausschuss beschlossen. Vielen Dank. Der Änderungsantrag hat mir auch vor. Ich würde seitens der Antragstellenden Fraktionen noch das Wort gewünscht. Ja.
Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender, sehr geehrter Herr Landler, der erste Kreisbeigeordneter, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, man möchte fast sagen, bei der Sondersitzung des Kreistages heute Abend täglich grüßt das Murmeltier. Denn, meine Damen und Herren, um diese Jahreszeit standen wir schon öfter mal hier und haben um das Kreiskrankenhaus Frankenberg diskutiert und debattiert und mussten dann auch des Öfteren feststellen, dass eine Liquiditätslücke da ist. In den letzten Jahren, und das ist nichts Neues, das sind ja schon fast Jahrzehnte, wo wir darüber diskutieren, wie wir das Haus gut aufstellen können. Etwas Neues ist die Dynamik, die in den letzten 8 Tagen oder in der letzten Woche hier reingekommen ist. Denn, meine Damen und Herren, wie Sie wissen, haben wir in der letzten Kreistagssitzung am 27. September über das Kreiskrankenhaus debattiert in einer Aktuellen Stunde. Dort hat der Landrat noch seinen Prozess, wie er es angehen will, dargelegt und hat uns dann als Kreistag und als Parlament darauf hingewiesen, dass wir im Dezember sowieso das Thema auf die Tagesordnung bekommen werden, dort die weitere Vorgehensweise und die Perspektive für das Haus darlegen werden und darüber hinaus auch noch für den Gesundheitsstandort Waldeck-Frankenberg besprechen möchten. Dass diese Dynamik am gleichen Tag eintrifft, ich denke, da sind wir uns alle einig, das hat von uns keiner geahnt, denn am 27. September, meine Damen und Herren, hat die Geschäftsführung des Kreiskrankenhauses den Monatsbericht August in die Verwaltung gesendet, mit dem Hinweis verbunden, dass Insolvenz bevorsteht, wenn nicht Geld nachgeschossen wird. Der Landrat hat dann am Montagnachmittag die Fraktionen informiert darüber, dass Stand am Montag 1,4 Millionen Euro fehlen und nachgeschossen werden müssen. Daraufhin hat eine informelle Veranstaltung des Ältestenrates und des Kreiskrankenhauses am Mittwochabend stattgefunden, wo der Landrat dargelegt hat, dass die Beschlussvorlage bis Montag, den Montag vorliegen soll und eine Sondersitzung des Kreistages nötig ist, denn die Liquiditätslücke mit 1,4 Millionen, die ist möglich gewesen, hätten wir durch ein Kontokorrent Erweiterung darlegen können, aber die Eigenkapitalerhöhung, dazu benötigt er einen Kreistagsbeschluss. Aber das kennen wir schon aus den vergangenen Jahren, darüber haben wir uns hier schon öfter unterhalten und das ist an der Stelle dann auch nichts Neues, deswegen stehen wir heute hier. Die Dynamik, meine Damen und Herren, als dann an dem folgenden Montag, letzten Montag, die Beschlussvorlage eingestellt wurde, Sie, die alle bekommen haben über das SD-Net, haben wir die Fraktionen eingeladen und die besondere Dynamik ist dann an einem Tag später entstanden, meine Damen und Herren, nämlich am Dienstagvormittag, wo dann plötzlich der Monatsabschluss September eingegangen ist und zusätzliche 1,7 Millionen noch gefehlt haben, womit wir jetzt bei 3,1 Millionen sind, meine Damen und Herren. Ich denke, das zeigt, dass der Laden nicht gut geführt ist, dass der Laden schwierig zu führen ist und dass die Kontrollfunktion des Dezernenten an der Stelle auch nicht passend ist, Herr Landrat. Das müssen wir Ihnen sagen. Sie haben am 3.1.2022 uns verkündet, dass Sie als allererstes das Kreiskrankenhaus zur Chefsache machen. Ich möchte Ihnen sagen, und da bleibe ich auch dabei, meine Damen und Herren, was ich vor 2 Wochen in Frankenberg schon gesagt habe, die Kreisklinik Waldeck-Frankenberg, so nenne ich jetzt mal, die angedacht ist, mit der Fusion mit Korbach, sind wir absolut d'accord, sind wir so weit, wie wir noch nie waren, da sind wir uns einig, komplett. Das ist auch der richtige Weg, da stehen wir auch zu, da steht die CDU-Fraktion und die SPD-Fraktion auch heute zu, wie vor 2 Wochen auch. Aber das ist getrennt zu sehen zu der Führung des Hauses, denn, meine Damen und Herren, auch die Korbacher haben ein Anrecht darauf, dass eine Kreisklinik Waldeck-Frankenberg und ein Kreiskrankenhaus Frankenberg so geführt wird, dass es gut zusammenwachsen kann, dass man auf Augenhöhe debattieren kann. Und da muss man dann auch sehen, wenn so eine Dynamik eintritt, in der Schnelllebigkeit innerhalb von 14 Tagen, obwohl man darüber gesprochen hat, das ist ein einmaliger Vorfall. Und wenn Sie vor 2,5 Jahren gesagt haben, Sie machen es zur Chefsache und machen einen Paradigmenwechsel, dass Sie das Geld in den Haushalt einstellen, was wirklich nachgeschossen werden muss, da sind wir alle mitgegangen, das fanden wir gut. Heute muss ich bewerkstelligen und gutachten, Herr Landrat, Sie sind mit der Herangehensweise krachend gescheitert. Denn wir haben 4,5 Millionen in den Kreishaushalt nachgestellt, wir sind jetzt bei knapp 8 Millionen, die wir jetzt benötigen dieses Jahr. Vor dem Hintergrund wollen wir Ihnen gerne unsere Hilfe anbieten, um in dem Haus eine ordentliche Struktur, ein ordentliches Berichtswesen zu machen. Daher unser Änderungsantrag, daher stehe ich hier zur Begründung des Änderungsantrages. Wir sind mit Ihnen vollkommen d'accord mit dem Kreisausschuss, dass wir
die Punkte 1 bis 3 komplett mittragen. Das heißt, die Finanzierung sichergestellt ist bis Ende des Jahres und es dort auch kein Blatt zwischen uns gibt. Aber es zeigt eindeutig, und das haben die Beratungen der letzten Tage, meine Damen und Herren, eindeutig gezeigt, dass das Haus von der Geschäftsführung nicht gut geführt wird. Das krasse Gegenteil ist der Fall und der zuständige Dezernent das augenscheinlich auch nicht im Griff hat. Deswegen wollen wir Ihnen gerne unsere Hilfe anbieten mit den Punkten 4 bis 8, die wir dort aufgelistet haben, sodass der Kreistag und auch der Finanzausschuss jedes Mal umfassend informiert werden, jedes Mal umfassend die Dinge besprochen werden müssen, auch in der Detailfrage. Und da sind wir schon, Daniel May, du hast es eben im Finanzausschuss gesagt, sind wir schon viel tiefer drin in der Materie, als der Beschlussvorschlag des Kreisausschusses war. Und wir haben ja auch vor 14 Tagen über Transparenz gesprochen, lieber Bastian Belz. Das ist wirkliche Transparenz. Wir sind uns einig, dass wir das im Finanzausschuss gerne machen wollen. Uns ist an der Stelle auch wichtig, dass das Beteiligungsmanagement des Landkreises aus dem Fachdienst Finanzen der Geschäftsführung hilft, die Monatsberichte aufzustellen. Denn eins hat es aufgezeigt, die Zahlen, die bisher im Finanzausschuss diskutiert waren, sind alle Schall und Rauch. Das haben wir eben begutachten können. Die Kurve ist negativ und da müssen wir enger steuern, enger führen, sodass wir dort gut und sauber in die Fusion mit Korbach gehen können, meine Damen und Herren. Das ist der CDU und der SPD-Fraktion ganz, ganz wichtig, dass wir diese Fusion weiter angehen und dieses auch heute, meine Damen und Herren, als Chance begreifen, die Fusion mit Korbach zusammen auf Augenhöhe so voranzubringen, dass wir gut eine gute Kreisklinik bekommen werden und eine gute Gesundheitsversorgung für die Bürgerinnen und Bürger im gesamten Landkreis Waldeck-Frankenberg. Das ist uns wichtig, da wollen wir Ihnen gerne unsere Hilfe anbieten und deswegen unser Änderungsantrag und ich freue mich auf die Debatte. Vielen Dank. Der nächste auf meiner Rednerliste, Herr Schmidt. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich war in der vergangenen Legislaturperiode beratendes Mitglied im Aufsichtsrat von Herrn Dr. Hubert so gewünscht und deshalb bin ich auch dort im Thema, das ist für mich nicht Neues. Und ich möchte die Problematik mal rein betriebswirtschaftlich betrachten, unter Berücksichtigung von drei Fragen. Erstens, was sollten wir auf keinen Fall tun? Zweitens, gibt es einen Schuldigen an dem Dilemma? Und drittens, wie könnte ein möglicher Lösungsansatz aus der Krise denn aussehen? Zur Frage, was sollten wir auf keinen Fall tun? Ganz klar, wir dürfen das Krankenhaus Frankenberg natürlich nicht in die Insolvenz schicken, weil damit geben wir das Heft des Handelns aus der Hand, in die Hand des Insolvenzverwalters. Und dann kann der Landrat, der EKB, der Aufsichtsrat oder der Kreistag noch so schöne Lösungsvorschläge machen. Im Ernstfall entscheidet der Insolvenzverwalter alleine. Mal ganz abgesehen von dem großen Image-Schaden, den wir dem Krankenhaus zuführen wollen. Meiner Auffassung nach dürfen wir auf keinen Fall die Geschäftsführerin entlassen. Welche kompetente Person würde sich denn auf eine Stellenausschreibung bewerben, wissend, dass wir möglicherweise kurz vor einer Insolvenz stehen und möglicherweise vor einer kurzfristig möglichen Fusion mit Korbach? Bestimmt niemand. Deshalb muss die Geschäftsführerin im Amt bleiben und in enger Abstimmung mit dem Landrat, dem EKB und dem Aufsichtsrat die Geschäfte weiterführen. Zur Frage, gibt es einen Schuldigen an dem Dilemma? Ist es vielleicht die Geschäftsführerin? Sicherlich kann man ihr vorwerfen, dass ihr zugängliche Informationen nicht unverzüglich an die zuständigen Gremien weitergeleitet hat.
Das kann man ihr vorwerfen, ja. Was wäre gewesen, wenn sie 2 Wochen vorher informiert hätte? Nichts, außer dass man es früher gewusst hätte. Das Problem wäre das gleiche gewesen. Die Geschäftsführerin, Sie müssen sich mal vorstellen, wie so eine Arbeit eigentlich aussieht. Die Geschäftsführerin ist die einzige Führungskraft mit betriebswirtschaftlichen Kenntnissen. Sie stellt die Zahlen, die sie aus den Abteilungen bekommt, zusammen und gibt sie entsprechend weiter. Die Führungskräfte in den Abteilungen sind in der Regel Chefärzte, deren Interesse einzig darin besteht, ihre Patienten bestmöglichst medizinisch zu versorgen, am liebsten mit den neuesten technischen Geräten und mit einem entsprechenden fachlichen Stab im Hintergrund. Von Betriebswirtschaft haben diese Führungskräfte keine Ahnung und im Zweifelsfall auch gar kein Interesse, so zu denken. Nur mal ein Beispiel aus meiner Praxis. Als vor Jahren, kurz vor dem Kalenderjahresende, der damalige Geschäftsführer im Aufsichtsrat mitgeteilt hatte, dass plötzlich ein Loch da ist, was durch den Kreiszuschuss nicht gedeckt war, habe ich ihn gebeten, eine Deckungsbeitragsrechnung vorzulegen, aus der man erkennen kann, welche medizinischen Abteilungen denn verantwortlich sind für Gewinne und Verluste, damit man überhaupt in der Lage ist, darüber zu reden, was man tun kann. Es gab keine Deckungsbeitragsrechnung. Es gab keine Möglichkeit, das überhaupt zu eruieren, wo die Verluste genau herkamen. Es ist in einem Industriebetrieb völlig undenkbar. Da frage ich, wie soll denn eigentlich eine Geschäftsführerin kaufmännisch vernünftig steuern, wenn die handelnden, ihr zugeordneten Personen überhaupt gar nicht kaufmännisch denken und entsprechend handeln? Ein anderes Beispiel, auch aus der Praxis. Da läuft ein ehemaliger Chefarzt von VdK-Arztgruppe zu VdK-Arztgruppe über die Dörfer und erzählt den dort anwesenden Altersgruppen, dass der Landrat seine ehemalige Abteilung schließen will, wie schlimm das ist. Er erzählt nichts über die Kosten der Abteilung, nichts, wie die gedeckt werden können, nichts, wie die finanziert werden können. Er sammelt aber Unterschriften und übergibt die medienwirksam der Presse. Jetzt kann man ja zu der Aktion verschiedene Meinungen haben. Rein betriebswirtschaftlich betrachtet, wenn ich mit einem guten Marketingkonzept in der Öffentlichkeit den zukünftigen Kunden, Patienten, unser Krankenhaus in Frankenberg als Krankenhaus der Zukunft verkaufen will, dann ist diese Aktion für mich ein Informationsdesaster, ein Image-Schaden, den der Mann verursacht hat, der kaum gut zu machen ist. Insofern trägt die Geschäftsführerin für mich auch nicht die Hauptschuld der Verantwortung. Vielleicht trägt sie ja der Landrat. In den 5 Jahren meiner Tätigkeit im Aufsichtsrat habe ich 3 Geschäftsführer kennengelernt. Investitionsentscheidungen wurden damals schon getroffen, ohne dass kaufmännische Grundsätze im Vordergrund standen, was natürlich dazu geführt hat, dass durch diese Investitionsentscheidungen die Defizite eher größer als kleiner wurden. Beispiele dazu könnte ich gerne geben, habe ich aber an dieser Stelle auch schon in der Vergangenheit
getan. Es ist ausgeschlossen, dass der derzeitige Landrat schuld ist an der Situation des Kreislandes Frankenberg. Und nur der Vollständigkeit halber, ich gebe dem Dr. Pumper im Nachhinein natürlich auch keine Hauptschuld an der Situation. Vielleicht ist ja der Aufsichtsrat schuld an der Situation, denn der ist ja uns gewählt als Überwachungsgremium. Der hat eine besondere Aufgabe und im Übrigen unterliegt er einer besonderen Haftung. Auch mal ein Beispiel aus meiner Praxis. Meine erste Einladung zur Aufsichtsratssitzung geschah unter Bekanntgabe der Tagesordnung. Da bin ich dahin. Da erzählte der Geschäftsführer in einem 45 Minuten dauernden Monolog über Istfälle, Planzahlen und Abweichungsanalysen. Und dann sind wir heimgegangen. Da habe ich versucht, meinen Kollegen hier aus der Kreistag zu erklären, dass das keine Aufsichtsratssitzung ist, dass es so nicht funktionieren kann. Und als dann die schon dargestellten finanziellen Probleme auftraten, hat ja auch der heutige EKB, der dabei war, und der damalige Landrat sofort reagiert. Wir haben uns öfter getroffen, die Sitzungen dauerten mehrere Stunden. Wir haben im Vorfeld der Sitzung Unterlagen bekommen, wo wir uns vorbereiten konnten. Damals wurden zwei Damen eingestellt, die überhaupt erst mal ein Controlling installiert haben in Frankenberg. Insofern hat sich der Aufsichtsrat in der Periode wirklich professionalisiert. Und ich hoffe, dass der heutige Aufsichtsrat das ähnlich tut. Denn da hat man ansonsten, Sie sind ja Mitglied des Aufsichtsrates, sitzt vielleicht gar nicht der Problemlöser, sondern Teil des Problems. Die Frage nach dem Schuldigen ist also nicht einfach zu beantworten und im Grunde genommen führt sie auch nicht zur Lösung des Problems. Wie könnte also ein möglicher Lösungsansatz aus der Krise aussehen? Die Kreisspitze hat ja schon entsprechend reagiert und ein neutrales Sachverständigenbüro mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Das finde ich sehr gut, vielen Dank dafür. Es muss aber jedem klar sein, dass die Lösung, die dort vorgeschlagen wird, wehtun wird. Wehtun vor allem uns, weil das, was da drin steht, das müssen wir unseren Wählern verkaufen. Natürlich weiß ich nicht, was da drin stehen wird. Ich kann es nur denken, weil ich aus meiner beruflichen Erfahrung solche Gutachten kenne. Ich gehe felsenfest davon aus, dass da drin steht, dass wir das Krankenhaus in Frankenberg verkleinern werden müssen. Das heißt, wir müssen die politische Entscheidung treffen, welche Leistungen wir in Frankenberg anwenden haben wollen oder nicht anbieten wollen oder nicht. Beispiel, damit Sie verstehen, was ich meine. Rund um uns haben die Geburtenstationen im Krankenhaus geschlossen, weil die in der Regel defizitär sind. Wir haben sie noch. Wenn wir die Geburtenstation in Frankenberg aufrecht halten wollen, dann brauchen wir die politische Entscheidung, das zu tun, und dann müssen wir damit leben, dass wir Verluste jährlich erwirtschaften, die gedeckt werden müssen, die möglicherweise auch sechsstellige Summen erreichen. Wenn wir den Leuten sagen, wir wollen für euch einen Wohnort da versorgen, für die Eltern, dann kann ich sehr gut damit leben. Dann wollen wir genau diese Entscheidung so treffen, dann will ich aber auch nicht mehr im Kreistag diskutieren, wie hoch die Verluste in dem Jahr im Krankenhaus waren. Dann ist das eine Entscheidung, die getroffen worden ist. Anderes Beispiel, wenn wir in Frankenberg eine Spezialbehandlung anbieten wollen, zum Beispiel Wirbelsäulenchirurgie, und die macht auch Verluste, und das über einen längeren Zeitraum, dann muss eine solche Abteilung auf den Prüfstand und dann muss im Ernstfall gesagt werden, nein,
Diese Leistung wollen wir in Frankenberg nicht anbieten, weil ich kann in Bad Zwesten oder Bad Bildungen oder in Werder genauso gut angeboten werden. Das Geld wollen wir in Frankenberg nicht investieren. Und so muss im Prinzip jede Abteilung auf den Prüfstand kommen und wir müssen entscheiden, was wir wollen und welche Leistung wir nicht mehr wollen. Und wenn ich da Frankenberg ein größeres Angebot haben will und gerne im Aufsichtsrat vertreten sein will, dann kann sie ja sich an der neu zu gründenden Gesellschaft beteiligen und damit natürlich auch Quota jedes Jahr an der Verlustübernahme. Ist ja im Prinzip kein Problem. So in etwa könnte ein möglicher Lösungsvorschlag sein, der uns vorgelegt werden wird. Wir sind gespannt. Meine Fraktion hat großes Vertrauen in den Landtag und den EKB und wir stimmen der vorgelegten Beschlussvorlage zu. Nächste Wortmeldung, Herr Kabel, fertig. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Landrat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, jetzt haben wir den Schlamassel. Und wer ist schuld? Der Herr Schmidt hat es auch schon gefragt. Natürlich der Lauterbach und die anderen in Berlin und die in Brüssel. So leicht können wir uns jetzt hier aber nicht machen. Auch wir im Kreis selbst haben ein Rüttelmaß dazu beigetragen, dass es so weit gekommen ist. Dazu steht in den Monatsberichten der Frau Jansson für August und September gleich auf der zweiten Seite, dass die Presseerklärung des Fördervereins und des VdK schädlich für das Umsatzwachstum waren. Der Landrat sieht das laut Bericht in der WLZ vom 19. September genauso, der Herr Schmidt sieht das so und ich sehe das auch so. Ich kann dem nur zustimmen. Das gilt aber auch für alles, was danach noch über das Thema Krankenhaus Frankenberg zu lesen war. Jede dieser Veröffentlichungen, mögen sie auch noch so gut gemeint gewesen sein, enthält doch implizit die Nachricht, dass mit dem Krankenhaus Frankenberg irgendetwas nicht stimmt. Und dann setzen wir mit unserer Aktuellen Stunde noch einen drauf. Da fordert die FDP volle Transparenz. Wenn diese Forderung nötig ist, dann fehlt also Transparenz. Dann wird diese nicht freiwillig gewährt, also mit anderen Worten, es wird irgendwas verschleiert. Und die FDP, die muss es ja wissen, die hat den Landrat bei dessen Wahl unterstützt und steht in regem Austausch mit ihm. Was soll also in den Köpfen der Menschen vorgehen? Doch nur Negatives nach dem Motto, da stimmt doch was nicht, in dieses Krankenhaus kann ich als Patient nicht mehr gehen. Und allen gut gemeinten Versuchen, die Stimmung zu drehen, wird jetzt nicht getraut, das Image des Krankenhauses ist beschädigt. Wie soll es nun weitergehen? Wenn der Landrat uns vor kurzem vorgeworfen hat, dass von uns doch auch keine Lösungsvorschläge kommen, dann zeigt das, dass der Landrat mit seinen Parteien am Ende ist. Jetzt sollen also die Ehrenamtlichen den Karren aus dem Dreck ziehen. Wir Ehrenamtlichen beschäftigen uns aber nur nebenbei mit der Kreispolitik und haben tagsüber andere Aufgaben und Sorgen. Und wenn jetzt der Einwand kommt, der Landrat habe selber auch noch andere Aufgaben. Der Landrat hat im Januar 2022 die Dezernate neu geordnet und alles Mögliche an sich gezogen, was ihn viel Zeit und Aufmerksamkeit kostet. Hier also mein Vorschlag als Ehrenamtlicher: Herr Landrat, ordnen Sie die Dezernate neu, geben Sie Aufgaben ab, damit Sie wieder mehr Zeit für das Wesentliche haben. Und nun zum Beschlussvorschlag. An der Leistung der überplanmäßigen Ausgaben kommen wir nicht vorbei, auch wenn hier zum Beispiel 150.000 Euro aus dem von der EWF erwarteten Gewinn drinstecken. Die EWF hat die Sanierung ihres Leitungsnetzes vor sich, das sehr, sehr viel Geld kosten wird. Und da sollte eigentlich der Gewinn nicht ausgeschüttet werden, sondern thesauriert und dann direkt in das Leitungsnetz gesteckt werden. Zumal der Gewinn daraus resultiert, dass die Kunden in erster Linie aus dem Nordkreis für den Strom von der EWF überhöhte Preise bezahlen. Meine Frau und ich, wir verbrauchen beispielsweise relativ viel Strom mit zwei E-Autos
unterschlägt uns Check24 einen Wechsel zur Mainova vor, von der unser Geschäftsführer Benz kommt, und da würden wir knapp 1.000 Euro im Jahr sparen. Aber ich bleibe natürlich bei der EWF. Was tut man nicht alles aus Vaterlandsliebe oder Doofheit? Dass das Darlehen über 2,3 Millionen Euro prolongiert wird, ist in Ordnung. Dass das andere Darlehen über 3 Millionen ein Rangrücktritt erfährt und von den Passiva zu den Aktiva wechselt, ebenfalls. Jetzt soll also laut Beschlussvorschlag ein Sanierungskonzept eingeholt werden. Wie kann man das Kreiskrankenhaus Falkenberg und insgesamt die Gesundheitsversorgung in Waldeck-Falkenberg zukunftsfähig aufstellen? Das war schon das Thema einer Machbarkeitsstudie, die wir erst vor 2 Jahren eingeholt haben. Was ist eigentlich daraus geworden? Umgesetzt worden ist sie wohl nicht. Wie dem auch sei, jedenfalls soll jetzt ein Sanierungskonzept in Auftrag gegeben werden, damit das dann aber auch erläutert und unter Einbeziehung der Ärzte und des Pflegepersonals, denn sonst funktioniert das nicht, umgesetzt wird. Dazu haben wir den Änderungsantrag formuliert. Und weiter zum Berichtswesen. Die Berichtsfrist wird auch monatlich gesetzt. Das wird jetzt hier wahrscheinlich gleich als unternehmerische Großtat gefeiert, ist aber ein ganz normaler und ebenfalls längst überfälliger Vorgang. Das Berichtswesen soll die Unternehmensführung unterstützen. Dazu sind Berichte in zeitlichen Intervallen nötig, von einem Jahr bis runter zu einer Woche. Da haben wir bei einem Monat durchaus noch Spielraum. Und der Bürger denkt wahrscheinlich, die Geschäftsführerin, die muss nur auf einen Knopf drücken und dann hat sie jederzeit die Übersicht darüber, wie viele Patienten sind im Krankenhaus, wie viele Betten sind frei, wie viele OPs finden statt, welcher OP-Saal ist nicht belegt und so weiter. Offensichtlich ist das aber nicht der Fall. Warum nicht? Also, warum wurde die Berichtsfrist nicht schon im Sommer, als die Kritik vom Wirtschaftsprüfer kam, reduziert? Damit das in Zukunft alles besser klappt, unser Änderungsantrag, die Punkte 5 und 6. Und die Punkte 7 und 8 unseres Änderungsantrags sollen sicherstellen, dass die Fusion mit dem Krankenhaus Korbach funktioniert und die FDP nicht weiter fehlende Transparenz beklagen muss. Also, wir stellen den Änderungsantrag, stimmen ansonsten zu und empfehlen dem Landrat, dass er Aufgaben abgibt, die Dezernat anders zuschneidet und sich auf das Wesentliche konzentriert. Dann fallen ihm auch wieder Lösungsmöglichkeiten ein. Vielen Dank. Nächster Redner, Herr Belz. Gutes Timing würde man das, glaube ich, im Sport nennen. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, vor 2 Wochen haben wir hier in dem Hause, zwar in Frankenberg, über eine Aktuelle Stunde gesprochen, die wir als FDP-Fraktion gestellt haben. Damals wurde mir im Vorhinein abgeraten, macht diese Aktuelle Stunde nicht, aber wie aktuell das Thema ist, das sehen wir ja spätestens heute und das habe ich auch eben rausgehört bei Ihnen, auch wenn da ein bisschen Kritik drin versteckt war und der Timo hat es ja eben auch schon gesagt. Das Kreiskrankenhaus in Frankenberg befindet sich in einer extrem wirtschaftlichen Notsituation. Waren zur Deckung im Haushaltsjahr 2024 bisher etwa 4,5 Millionen Euro vorgesehen. So zeigen die aktuellen Zahlen, dass ein zusätzlicher Bedarf von bis zu 3 Millionen entstehen kann. Die Überschuldung des Krankenhauses würde uns ohne sofortige Gegenmaßnahmen würde schon jetzt eintreten und die Insolvenz des Krankenhauses wäre besiegelt. Wir als FDP-Fraktion stehen für den Erhalt des Kreiskrankenhauses und seinen Fortbestand. Damit die anstehenden Gespräche und Entscheidungen für ein gemeinsames Kreiskrankenhaus Waldeck-Frankenberg mit 2 Standorten in Frankenberg und Korbach die Zukunft der stationären Gesundheitsversorgung im gesamten Landkreis sicherstellt. Auch wenn ich nicht alles teile, was Herr Schmidt eben gesagt hat, 2 Punkte teile ich. Das Dilemma des Trade-offs oder des Zielkonflikts habe ich zuletzt zwischen Rentabilität und gesundheitlichen Leistungsangebot habe ich ja in der Aktuellen Stunde schon skizziert. Und das war, glaube ich, sehr gut auf den Punkt gebracht von Herrn Schmidt. Und genau da liegt das große Problem. Zum anderen helfen uns hier keine Schuldzuweisungen. Auch den Punkt teile ich. Also Herr Kahle von Köchling, Ihre Schuldzuweisung. Ich habe keine Schuldzuweisung gemacht. Ja, genau. Also, Sie haben eben gesagt, Schuld hat die FDP wegen der Transparenz, Schuld hat der Landrat, weil er das an sich gerissen hat. Wir müssen das Ganze mal hier versachlichen.
weil die Probleme sind ja schon sehr viel länger da, als der Landrat im Amt ist oder als der ehemalige Landrat im Amt ist. Das liegt weder an Herrn Kubert noch an Herrn Van der Horst, sondern die Probleme sind einfach strukturell. Und wie sehr wir uns als FDP im Kreis für diese stationäre Gesundheitsversorgung einsetzen, das haben wir ja mit der Resolution in Frankenberg, die auch seitens der FDP gestellt worden ist, und auch der Aktuellen Stunde, die vor 2 Wochen durchgeführt ist, erst gezeigt. Zudem wird sich im Gesundheitsministerium darum gequält, wie die Krankenhausreform, und es scheint jetzt notwendig, das notwendige Gesetz in Gang gesetzt zu werden. Allerdings sehen wir, wie groß die Probleme sind. Dabei geht es im Wesentlichen um einen Abbau von Klinikbetten und um Zentralisierung von speziellen Leistungen. Kleine Krankenhäuser sollen für Notfälle mit geringer Bettenzahl vorgehalten werden. Dieses Prinzip kann dazu führen, dass kleine Kliniken trotz Vorhaltepauschale wahrscheinlich zu Durchgangsstationen für Patienten werden und der Krankenwagen oder im Notfall der Hubschrauber deutlich öfter eingesetzt werden müssen. Zudem setzt das Land in seiner Krankenhausplanung auch auf größere Einheiten und schwächt damit natürlich auch die Krankenhäuser in der Fläche. Wir wollen für unsere Bevölkerung aber eine gute Gesundheitsversorgung hier vor Ort. Daher unser Appell an alle, die im Kreis Verantwortung tragen: Wir brauchen eine neue Struktur in unseren Krankenhäusern. Das Land als Finanzier der Krankenhäuser muss auch auf dem Land investieren. Und der Bund muss bei seiner Finanzierung die strukturell benachteiligten Häuser stärker stützen. Ich denke, wir retten mit dem heutigen Beschluss das Kreiskrankenhaus in Frankenberg. Wir wollen den Weg mit Korbach unter dem Dach des Landkreises gemeinsam gehen. Und das haben wir auch in der Aktuellen Stunde schon deutlich gemacht. Wir wollen, dass unter dem Landkreisschirm beide Häuser im Gleichschritt gehen und nicht ein Partner bei schwerem Wetter im Regen stehen gelassen wird. 2 Sätze noch zum Änderungsantrag, weil der mir, Timo, das habe ich eben in der Ausschusssitzung schon gesagt, sehr gut gefällt. Und es ist nicht immer leicht, den politischen Wettbewerbern ein Lob zu zollen, aber hier ein großes Lob an euch, weil es ist genau das, was wir uns auch in der Aktuellen Stunde schon gewünscht haben, nämlich ein großes Maß an Transparenz, die Entscheider mitzunehmen. Und ich glaube, damit habt ihr wirklich einen guten Punkt getroffen und bekommt dafür ja die volle Zustimmung von uns. Lassen Sie uns, und damit kommen wir zum Schluss, gemeinsam diese Schritte gehen zum gesundheitlichen Wohl unserer Mitbürger. Vielen Dank. Nächster Redner, Herr Meich. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, werte Kolleginnen und Kollegen, dass die Situation so dramatisch ist, wie sie ist, hat sicherlich etwas mit kurzfristigen Dingen zu tun, aber trotzdem hat die Situation am Kreiskrankenhaus einen langen Vorlauf. Ich bin seit 2001 Mitglied dieses Kreistages und ich kann mich daran erinnern, dass als ich noch jung war und der erste Kreisbeigeordnete noch eben Manfred Steiner und der Landrat Helmut Eichendorff war, da haben wir hier auch schon über die Frage gesprochen, wie denn das Kreiskrankenhaus dauerhaft gesichert werden kann. Damals war der Plan, dass es eine Fusion der drei kommunalen Krankenhäuser, Frankenberg, Korbach, Bad Ahrhausen, geben sollte. Und dieser Prozess ist seinerzeit zunächst in eine Denkpause überführt worden, so der damalige erste Kreisbeigeordnete, und dann letztendlich komplett gescheitert. Das ist sicherlich ein Punkt, der uns seinerzeit viel Energie gekostet hat und leider gescheitert ist. Dann erinnere ich mich daran, da hatten wir dann einen neuen Landrat, einen neuen ersten Kreisbeigeordneten. Wir haben jetzt Landrat Dr. Dreimal Kubert und Jens Deutschendorff hier sitzen. Damals war die Idee, das Kreiskrankenhaus in Vitus zu integrieren. Und 2014 gab es dann eine Kooperationsvereinbarung, die den Weg dahin geebnet hätte, dass das Kreiskrankenhaus in Vitus integriert worden wäre. Das hätte zumindest die Trägerschaft komplett verändert und wäre sicherlich, was die Synergieeffekte angehen würde, was sozusagen die gesamte wirtschaftliche Situation angeht, deutlich besser geworden. Aber auch diese Entwicklung ist dann 2017, wir waren dann im Zeitalter der Großen Koalition, leider gescheitert. Gleichwohl ist es so, dass natürlich neben diesen
neben dieser Vorgeschichte es so ist, dass wir in den letzten Jahren zahlreiche Beschlussvorlagen zum Thema Kreiskrankenhaus hatten. Ich habe das mal mir gestern ziehen lassen und bin allein auf 16 Vorlagen gekommen zum Thema Kreiskrankenhaus ohne die Haushalte, ohne die Berichte im Finanzausschuss. Und das zeigt schon, wie präsent, wie omnipräsent und wie andauernd hier das Problem ist. Was die aktuelle Situation angeht, will ich auch klar sagen, dass ich die kritischen Stimmen, die aus Reihen der Kreistagsabgeordneten hier genannt wurden und die auch in unserer Fraktion es so gibt, was die aktuelle Situation angeht, dass ich die voll und ganz nachvollziehen kann. Die Frage, wie eine wirtschaftliche Schräglage sich so kurzfristig so aufbauen kann, weil trotzdem erst zu spät erkannt wird, die ist in der Tat dann doch nochmal einzigartig in dieser Entwicklung und darf auf gar keinen Fall sich so wiederholen. Aus Sicht der Grünen hätte das Controlling und die Geschäftsführung den enormen Fehlbetrag, der in den Monaten Juli, August und September aufgelaufen ist, deutlich frühzeitiger erkennen müssen und viel frühzeitiger kommunizieren müssen. Und da ist es in der Tat ein besonders negatives Vorzeichen, dass wir am 27.09. über das Kreiskrankenhaus debattieren, die Zahlen schon vorliegen, aber eben nicht zu den politischen Entscheidungsträgern durchgedrungen sind. Das Ganze war natürlich ein ganz negatives Vorzeichen, was sicherlich der Debatte heute, was sozusagen den Aspekt Vertrauen angeht, nicht unbedingt Vorschub geleistet hat. Die Fragen, die wir in der heutigen Kreistagssitzung klären müssen, sind: Welche konkreten Verbesserungsmaßnahmen werden im Controlling geplant? Welche konkreten Ursachen hatte die Defizit-Erhöhung? Und gibt es einen Maßnahmenplan, der für die vorliegende wirtschaftliche Prognose mit dem Jahresergebnis 2024 entgegenwirkt und deutlich verbessert? Soweit das, was geklärt werden muss. Ich muss aber zu den Reden vor allen Dingen der Kollegen der Großen Koalition auch sagen, der Eindruck, den sie versucht haben hier zu stellen, dass bisher keine Handlungen stattgefunden haben, möchte ich entschieden widersprechen. Dass es diesen Bericht am 27.09. gab, war ja schließlich Folge eines monatlichen Berichtswesens, das zugegebenermaßen so verspätet ist. Von daher ist die Maßgabe, die der KA vorschlägt, richtig, das kurzfristig zu machen. Aber wir müssen konstatieren, dass hier ja schon eine Fristverkürzung stattgefunden hat. Wir müssen weiter feststellen, dass der Kreisausschuss richtig handelt, wenn er sagt, dass jetzt eben zusätzlich zu dem, was wir an Fusionsprozess haben, ein neues, kurzfristiges Sanierungskonzept auf den Weg gebracht werden muss. Das ist richtig, denn wenn wir als Landkreis Waldeck-Frankenberg nicht handlungsunfähig werden wollen in Bezug auf unser Kreiskrankenhaus, dann muss sich jetzt schnell etwas ändern. Denn das, was jetzt sozusagen auftürmt, was jetzt nochmal mobilisiert werden muss, wird sich, wenn das so weiterläuft, in einem halben Jahr von uns nicht mobilisieren lassen. Denn wenn wir wissen, wie die Haushaltsaufstellung im Lande Hessen ist, die deutlich später dieses Jahr stattfinden wird, wenn wir wissen, dass der kommunale Finanzausgleich deutlich gekürzt wird und dadurch auch die Finanzmasse des Kreises deutlich reduziert wird, dann wissen wir angesichts der Lage, in der wir jetzt schon sind, dass wir wahrscheinlich keine zweite Luft haben werden, um nochmal so einen Schritt zu gehen. Und von daher ist es wichtig, dass wir jetzt einschneidende Maßnahmen mit diesem Sanierungskonzept verfügen. Ansonsten wird die Übung nicht gelingen. Und von daher will ich meinem Vorredner Schmidt ausdrücklich zustimmen, dass hier gehandelt werden muss. Es ist eine doppelte Krise, die sich in ihrer Dringlichkeit in diesem Jahr zusätzlich aufgebaut hat, aber die eben sich auch langfristig aufgebaut hat. Wir brauchen jetzt eine schonungslose und harte und wirksame Analyse. Wir brauchen auch einen ebenso schonungslosen, harten und wirksamen Sanierungsschnitt, damit wir an dieser Stelle handlungsfähig bleiben können. Und an dieser Stelle möchte ich gerne nochmal den Vergleich eingehen, was jetzt durch den Änderungsantrag der Großen Koalition geändert werden soll.
Die einzige substanzielle Änderung, die ich erkannt habe, war die Frage dahingehend, was in dem Bericht stattfinden soll. Da finde ich die Idee gut, die Abmeldungen auf jeden Fall zu fordern. Ich finde auch die Idee gut, die Vakanzen bei den Ärztinnen und Ärzten dort auf jeden Fall aufzunehmen. Aber im Wesentlichen ist dieser Antrag, den Sie hier vorlegen, nichts anderes als in anderen Worten verpackt, das, was der Kreisausschuss vorgelegt hat. Ich kann damit gut leben, wir werden dem zustimmen, weil wir wissen, wenn das sozusagen die Brücke ist, die es Ihnen erlaubt, jetzt den Schritt zu gehen, das Kreiskrankenhaus über den Tag hinaus zu finanzieren, dann ist das unsere Zustimmung sehr gerne wert, denn wir wissen ja, wie die erste Reaktion aus Reihen der Koalition war letzte Woche, wo mir deutlich zutragen konnte, leider nicht teilnehmen, dass da sehr deutlich darüber geredet wurde, jetzt den Schritt der Insolvenz zu gehen. Da bin ich sehr froh darüber, dass wir mit diesem Änderungsantrag dort einen anderen Weg jetzt eingegangen sind und jetzt sich zum Kreiskrankenhaus bekennen. Und jetzt auch Geschäftsordnung oder sind Zwischenfragen? Ja, Herr Kreistagsvorsitzender, wenn die Große Koalition, also die CDU und SPD hier unterstellt wird, die Insolvenz zu fordern in einer vorherigen Sitzung, die unter der Woche stattgefunden hat, und der Redner selber sagt, er war nicht dabei, dann bitte ich das zu bewerten und das zu unterlassen, denn das ist eine falsche Behauptung, die so nicht stattgefunden hat. Und ich weiß auch nicht, lieber Daniel May, wenn du nicht dabei warst, wie du zu dieser Aussage kommst. Also komplett falsch und vollkommen an der Sache vorbei. Nee, das ist Sie können nicht aus dem Protokoll streichen. Ich will Ihnen aber noch gerne dazu zurückgeben, dass bei unserer letzten Videokonferenz diese Woche durchaus darüber genauso von Ihnen gesprochen wurde und die Frage ja auch eindeutig gestellt wurde, was sozusagen mit der Insolvenz verbunden wäre. Also es ist jetzt nicht so, dass Sie nicht über das über die Option der Insolvenz gesprochen haben. Wir haben das nicht gemacht. So viel möchte ich hier auf jeden Fall festhalten, sehr geehrter Kollege Hartmann. Und daher, wenn ich Sie dann falsch verstanden haben sollte, wenn Sie auch andere falsch verstanden haben sollten, dann ist es ja gut, dass wir das jetzt geklärt haben. Dann ist es ja prima. Aber ich will es mal so sagen, das waren schon eine ganze Reihe von Menschen, die sich da deutlich verhört haben müssten. Aber ich will jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Jedenfalls ist der Änderungsantrag, den Sie hier stellen, im Wesentlichen weiße Seide. Sie wollen damit unterstellen, dass Sie etwas tun würden, was im Kreisausschuss Vorschlag vom Landrat nicht tun würden. Die Schuldzuweisung, die dort vollkommen unzurecht in Richtung des Landrates unterstellt wurden, weisen wir in aller Form zurück. Ich glaube, dass es an dieser Stelle sich verbietet, sozusagen parteipolitische Münze zu generieren, sondern an dieser Stelle sollte man eher das Zusammenführende betrachten, nämlich im Zusammenführen müssen wir dafür sorgen, dass wir jetzt die Liquidität des Kreiskrankenhauses sichern, damit wir nicht in die Insolvenz kommen, damit der Fusionsprozess weitergehen kann. Damit verbunden sein muss ein harter Sanierungsschnitt, damit dieser Prozess tatsächlich laufen wird. Die Fusion mit Korbach ist die Chance für uns als Landkreis Waldeck-Frankenberg, das beste Gesundheitsangebot hier im ländlichen Raum zu erhalten. Und ich glaube, dazu sollten wir diesen Weg gehen und deswegen werden wir der Vorlage zustimmen. Nächster Redner, Herr Ginter. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren des Kreistages, liebe Besucher des heutigen Kreistages. Der Anlass unserer heutigen Sondersitzung ist alles andere als angenehm. Und ich bin fassungslos, wie urplötzlich diese Situation uns jetzt trifft und zu Maßnahmen zwingt. Wir sind heute hier im Kreissaal, um zu entscheiden, ob wir den Patienten, sterben lassen oder über finanzielle Maßnahmen entscheiden, damit es überleben kann. Die erste Option verbietet sich alleine schon, weil wir das Krankenhaus für die Basisversorgung der Menschen in Waldeck-Frankenberg benötigen.
Für unsere Fraktion von der Alternative für Deutschland steht daher fest, wir stehen zum Krankenhaus Frankenberg und werden alle Vorschläge tragen, die das Krankenhaus retten wird. Mehr möchte ich hierzu nicht ausführen. Ebenfalls möchte ich jetzt nicht über Schuldzuweisungen spekulieren, dafür ist es jetzt noch zu früh. Da wir in der letzten Kreistagssitzung eine Aktuelle Stunde zum Thema Krankenhaus hatten, frage ich mich schon, warum hier keine konkreten Hinweise vom Landrat kamen. Wir werden daher jetzt ab sofort genau hinsehen und erwarten vom Landrat Antworten auf unsere Fragen. Die Zeit des Beobachtens und des ungenauen Hinschauens ist jetzt für die Geschäftsleitung zu Ende. Wenn jetzt weitere Finanznotlagen das Eingreifen des Landkreises erfordern, werden wir hier sehr genau schauen, wer seine Aufsichtspflicht nicht richtig ausführt. Gestatten Sie mir, ein paar Fragen in den Raum zu stellen, die sich sicherlich auch der Aufsichtsrat und die Geschäftsleitung gestellt haben. Warum ist so plötzlich diese dramatische Finanzsituation entstanden? Was oder wer sind die möglichen Ursachen? Hierfür kann es nicht nur externe Ursachen geben, sondern auch interne, die dafür sorgen, dass hier eine Schieflage entsteht. Und hier möchten wir Abgeordneten vom Kreistag künftig genau wissen, wo der Hase im Pfeffer liegt. Wo liegen diese Problemfelder und was wird unternommen, diese aufzulösen? Inwieweit ist der Verwaltungsrat bisher involviert? Was hat dieser konkret unternommen? Welche Abteilungen bringen Gewinn, welche Verlust? Die Resolution der Stadtverordnetenversammlung Frankenberg hat mit ihrem ambitionierten Forderungskatalog sicherlich das maximal Wünschbare gefordert. Und das kann man nachvollziehen und gerne unterstützen. Aber eins ist auch klar: Wir können nicht auf Dauer ein Krankenhaus mit öffentlichen Geldern unterstützen, wenn uns überhaupt nicht die Ursachen für die Defizite erklärt werden. Und ein Verkauf ist ebenfalls keine Option. Daher werden wir diese Dinge jetzt anpacken und hier ist der Landrat van der Horst in der Pflicht. Theoretisch müssen wir uns auf systemische Störungen von außen wappnen. Das können auch mal sinkende Fallzahlen sein, aber auch hier müssen wir lösungsorientiert arbeiten. Wenn wir allerdings mit ständig wachsenden Verlusten rechnen müssen, dann ist hier halt auch die Landes- und Bundesregierung gefordert. Diese Forderungen werden wir seitens des Kreistages politisch unterstützen und verstärken. Und eins ist auch klar: Vor einer Fusion mit dem Stadtkrankenhaus Korbach müssen wir unseren Frankenberger Patienten wieder stabilisieren und auf einen guten Weg bringen. Wir fordern daher eindringlich zu einer Situationsklärung auf, um die Ursachen und nicht die Symptome anzugehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste Wortmeldung, Frau Reising. Über das Desaster, das sich hier auftut, aber es ist nicht unerwartet. Die letzten Jahre bundespolitische Entscheidungen im Bereich Krankenhauswesen haben gezeigt, dass es entschiedener Wille der Bundespolitik ist, kleine Krankenhäuser zu schließen und die Versorgung auf dem Land zu schwächen und nur noch große Krankenhäuser, die im Privatbesitz sind, sozusagen zu fördern und zuzulassen. Das ist ein ganz klarer marktwirtschaftlicher Vorgang, den kann man in allen Bereichen beobachten, der ist uns auch auf der Ebene der Telekommunikation ganz sicher ganz doll vertraut. Das ist dasselbe Bild, das sich hier bietet. Das Land hat die großen Probleme, die Defizite, die durch eine dünne Bevölkerungsbesiedlung hervorgerufen werden, aufzuheben. Das lässt sich wirtschaftlich in keinem von diesen Bereichen, die Infrastruktur und Daseinsvorsorge sind, wirtschaftlich darstellen. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Und genau das Problem haben wir hier eben auch im Kreis. Das wird getoppt dadurch, dass wir als Kreis sozusagen nicht in der Lage sind, noch andere kommunale Krankenhäuser mit hinzuzunehmen in eine mögliche Kreisorganisation von Krankenhäusern. Das heißt, wir können die auch nicht beplanen. Wir können nur schwer zum Beispiel mit den privat geführten Stadtkrankenhäusern in Bad Wildungen zum Beispiel eine Übereinkunft erzielen über einen Ausgleich von Behandlungsformen. Das lässt sich nicht darstellen, denn die handeln nach ihren eigenen wirtschaftlichen Maximen. Und der Kreis kann jetzt versuchen, sich dem Problem irgendwie anzunehmen. Das wird aber auf Dauer nur gehen, indem wir eine Möglichkeit schaffen,
wirklich Geld reinzubringen in den Kreis, um das Krankenhaus langfristig zu finanzieren. Es ist nicht absehbar, dass es durch irgendeine Art Sanierung des Krankenhauses auf wirtschaftlich tragfähige Füße gestellt werden kann. Dazu wird es einfach über den DRG-Prozess, über die Tatsache, dass die Investitionen in Hessen in Krankenhäuser über die DRGs, sprich über die Fallzahlen, zurückgezahlt werden und auch über eine mögliche Vorhaltepauschale, wird es nicht ausreichen, dass das Krankenhaus wirtschaftlich geführt werden kann. Und wenn noch dazu der Wille da ist, politisch zu sagen, was wir vorhalten möchten, dann ist noch umso mehr die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass eben nachhaltig dort eine Defizitsituation auftreten wird. Und darauf müssen wir uns einstellen. Und hierfür brauchen wir als Kreistag und als Kreis eine verlässliche Finanzierungsquelle. Das möchte ich hier anregen, dass wir uns darüber Gedanken machen, wenn wir die Kreiskrankenhäuser und das Kreiskrankenhaus und die Krankenhäuser in Korb und Frankenberg halten wollen. Und es spielt im Übrigen aus meiner Sicht keine Rolle, ob wir das mit einem oder zwei Krankenhäusern versuchen. Das Grundproblem ist die Art und Weise, wie das finanziert werden soll. Deshalb fordern wir auf der Bundesebene Abschaffung dieser DRGs und eine Rückkehr in eine normale Finanzierung aufgrund dessen, was das Krankenhaus tatsächlich tut und nicht aufgrund dessen, was auf ganz komplizierten Wegen im Nachgang geplant wird. Und diese Tatsache, dass auch im Nachgang zu der erbrachten Leistung im Gesundheitssystem erst einmal rauskommt, was überhaupt für Gelder zur Verfügung stehen, wie ausgeschüttet werden, ist auch die Voraussetzung dafür und der Grund dafür, dass wir immer wieder in Liquiditätsprobleme reinlaufen werden. Einfach deswegen, weil das Krankenhaus am Anfang des Jahres gar nicht wissen kann, wie viel Geld es für bestimmte Fälle hält. Und auch das führt dazu, dass wir immer wieder in das Problem reinkommen werden, da bestimmte Defizite auszugleichen. Und hier Schuldzuweisungen innerhalb der Kreis- oder Krankenhausorganisation zu machen, ist extrem viel zu kurz gesprungen. Dankeschön. Nächste Wortmeldung, Frau Dr. Sommer. Herr Kreistagsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, liebe Gäste. Erstmal möchte ich zu den Vorwürfen vorhin nochmal sagen von Daniel May, die SPD hat immer an der Seite des Krankenhauses gestanden und wir wären immer auch dagegen gewesen, dieses Haus in die Insolvenz kommen zu lassen. Das kann ich für meine Fraktion hier einfach nochmal ganz deutlich unterstreichen. Und jetzt möchte ich ein bisschen grundsätzlicher anfangen. Das Kreiskrankenhaus ist bedarfsnotwendig. Und damit wichtig, weil es sicherstellt, dass die medizinische Versorgung der Bevölkerung in der Region bedarfsgerecht erfolgt. Zentrale Gründe, warum wir stärken und unterstützen müssen, sind der Zugang zur Gesundheitsversorgung, die Notfallversorgung, dass es Arbeitsplätze schafft. Doch es ist in eine Schieflage geraten und daher sind wir heute hier. Ich möchte, bevor ich auf die Schieflage eingehe, nochmal deutlich unterstreichen, dass das Kreiskrankenhaus als bedarfsnotwendiges Krankenhaus eine zentrale Rolle in unserer Gesundheitsversorgung spielt. Es trägt auch zur Lebensqualität hier vor Ort bei uns in der Region bei. Und dieses notwendige Krankenhaus sollte eben nicht in die Insolvenz gehen, weil es erheblich negative Auswirkungen hätte. Der Zugang zu wichtiger und medizinischer Versorgung für die Bevölkerung wäre eingeschränkt. In kritischen Situationen wären die Wege zu anderen Häusern länger. Die Behandlung würde nicht so schnell einfach am Mensch sein. Teilweise wird es dann auch lebensbedrohlich. Qualifizierte Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und weiteres Personal im Krankenhaus könnte bei Insolvenz das Haus verlassen. Davon haben wir ja eben auch schon von den Kollegen etwas gehört. Genauso würden die Fallzahlen aufgrund Vertrauensverlust sinken und Betten und Stationen müssten aufgrund von Personalmangel geschlossen werden. Wenn ich mir die Beschlussvorlage anschaue, wird deutlich, wo die Verluste bzw. Umsatzeinbußen zu verzeichnen sind. Eine Erklärung, was dort passiert ist, liegt nicht vor. Das sind die Bereiche Orthopädie, Unfallchirurgie, Innere Medizin und Geriatrie. Und ganz ehrlich, unter vorgehaltener Hand wird gesagt, dass ein mancher Oberarzt sich weigert, mehr OPs zu machen oder auf Station
mehr Betten zu versorgen. Und das ist schon seit Jahren virulent. Und da frage ich mich, warum gibt es da keine Konsequenzen? Weil das hat nämlich etwas mit ELG und Erlösen und finanzieller Tatkräftigkeit oder finanzieller Situation etwas zu tun. Das Potenzial also muss gehoben werden. Mit mehr Fällen bzw. Fallzahlen, größerer Routine, steigt auch die Versorgungssicherheit. Genau deshalb gibt es ja auch sogenannte Mindestmengen, die im Rahmen der Krankenhausreform ja noch an Bedeutung gewinnen. Heute wurde der zweite Klinikbericht des Landesrechnungshofes veröffentlicht. Schon 2013 gab es hier Empfehlungen für Einsparungen, die einer Verbesserung der Versorgungsstrukturen nicht im Wege gestanden hätten. Deswegen ist es auch mehr als misslich, dass wir in dieser Lage sind. In diesem Zusammenhang ist die Krankenhausreform nötiger denn je und ebenso auch die Fusion. Im Antrag von CDU und SPD haben wir ja gesagt, wir wollen diese Fusion angehen, wir wollen sie beschleunigen. Und ich möchte auch Daniel May nochmal danken, dass er den Hinweis auf Vitus gegeben hat. Wenn man sich in Hessen, und es gibt zwei Standorte, unter anderem auch in Weilburg, die Zusammenschlüsse mit den dort kommunalen Krankenhäusern, mit Vitus, und Vitus ist ja auch ein kommunales Krankenhaus, weil das zum LWV gehört, anschaut, sind das Vorzeigeobjekte, da gibt es keine Fluktuation an Mitarbeitern und die können sich vor Pflegehelfer, also Schülern in den Schulen nicht retten. Das ist einfach beispielhaft. Die Fusion ist essentiell bezüglich Ressourcenteilung, also bezüglich Personal, Geräte, Technologien, um diese effizienter zu nutzen, bezüglich der Erhöhung der Fallzahlen, des Know-hows, Erlöse würden gesteigert, wir hätten auch eine bessere Expertise und gegebenenfalls auch bessere Behandlungsergebnisse. Wir hätten eine Qualitätsverbesserung, eine bessere Patientenversorgung und, wir haben es schon gehört, man muss natürlich gucken, wo kann was geleistet werden, man muss Schwerpunkte setzen, aber es ist natürlich auch immer möglich, das Leistungsangebot zu erweitern, das erhöht nämlich die Attraktivität. Dass das auf den Prüfstand muss, ist ganz klar, aber ich möchte, weil Herr Schmidt das angesprochen hat, einfach auch nochmal bitten, in die Monatsberichte August und September zu gucken, in die DIGs. Die Geburtshilfe schreibt da grüne Zahlen, das möchte ich einfach nochmal sagen, obwohl man eigentlich sagt, erst ab 1000 Geburten ist eine Geburtshilfe wirtschaftlich. Das zeigt, wie gut diese Geburtshilfe genutzt wird und wie wertgeschätzt sie auch über den Kreis hinaus ist. Das wollte ich einfach nochmal hier sagen, weil das gehört zur Wahrheit auch dazu. Mit einer Fusion kann man Prozesse optimieren, Effizienz kann gesteigert werden, aber natürlich geht es auch um finanzielle Stabilität, Kosten senken und Einnahmen erhöhen und mit einer sicheren, soliden Basis kann man natürlich dann auch wieder investieren in Technologie und auch in Qualität. Ich bitte Sie, dem Antrag von CDU und SPD zuzustimmen, um engmaschig informiert zu sein und vor allem, dass endlich Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal und Beschäftigte, das sind nämlich die Seelen dieses Hauses, eingebunden werden und das Haus gemeinsam auf Kurs gebracht wird, statt Beschäftigte vor den Kopf zu stoßen, sie nicht mit einzubinden oder auszuschließen an dem Prozess. Und Herr Schmidt, Sie haben auch nochmal das Personal diskreditiert in Ihrer Rede. Das finde ich nicht gut. Ich finde, wir sollten das Personal wertschätzen, denn die machen für dieses Haus alles. Für das Wohl des Hauses arbeiten sie und für das Wohl der Patientinnen und Patienten. Mit dem Antrag verfolgen wir natürlich auch, wenn es engmaschig begleitet wird, dass konsequent Fallzahlen gesteigert werden müssen
und vielleicht auch auf einer bestimmten Station endlich die Betten erhöht werden und bei Nichtumsetzung auf dieser Station oder auch der bestimmten OP-Zahlen, die ich eben schon mal genannt habe, dass man dann auch Konsequenzen sieht. Für die SPD stehen die Beschäftigten immer an erster Stelle, auch bei dieser Fusion. Deswegen sollten Sie bei allen Maßnahmen und Änderungen Beschäftigte mitnehmen. Denn nur mit ihnen kann die Fusion gelingen. Und für jene, die das noch nicht verstehen wollen, ende ich mit der Quintessenz von Joachim Münch: Personal sind die unternehmerischen Erfolgsfaktoren. Und da vorhin von Bündnis 90 die Grünen an uns gespiegelt worden ist, die SPD sei es gewesen, die wollte, dass Uwe Patzer nicht an dieser Sitzung teilnimmt bzw. keinen Redebeitrag hält, möchte ich einfach nur noch mal sagen, wir waren das nicht. Wir schätzen Uwes Perspektive. Wir haben bei den letzten 16 Reden hier im Kreistag auch nicht argumentiert, er soll nicht reden. Wir hätten seine Expertise heute vor diesem Pult gerne gehört. Herzlichen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Wieger. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, letztendlich sind wir alle einig, dass es gar nichts anderes bleibt als diesen Beschlussvorschlag inklusive des Änderungsvorschlages, des Änderungsantrages zuzustimmen. Denn was bleibt uns wirklich anderes übrig? Wollen wir wirklich in Frankenberg nur noch die Notversorgung haben von irgendeinem Privaten, der dieses Haus dann übernimmt? Nein, das will niemand. Das will man auch hier im Nordkreis nicht. Ich weiß, wir sind alles ein Landkreis, aber trotzdem steht da Frankenberg, da Korbach. Und daraus soll endlich eine Fusion entstehen, ein Zusammenarbeiten entstehen. Und das sollten wir zusehen, dass wir das nach vorne treiben. Es ist hier vieles richtig gesagt worden, aber manche Sachen sind mir ein bisschen aufgestoßen. So hat gleich zu Beginn der Herr Schmidt davon gesprochen, ja, wenn ein Gutachten kommt, dann werden wir Frankenberg verkleinern müssen. Was bringt uns das ein, wenn letztendlich die Verhandlungen zwischen Korbach und Frankenberg ergeben sollten? Wir brauchen das in Frankenberg und brauchen jenes in Korbach. Wenn wir Frankenberg zuvor verkleinern, wenn wir zuvor, das ist auch von anderen Rednern bekommen, wenn wir da Änderungen vornehmen, da muss ja wieder alles von vorne beginnen, diese ganze Diskussion, diese ganze Fusion. Wir müssen zusehen, Herr Landrat, bitteschön, treiben Sie die Sache nach vorne, dass wir Korbach und Frankenberg zusammenbringen und dass wir auf diese Art und Weise entsprechende Einsparungen schaffen können. Und da ist es überhaupt nicht förderlich. Und Frau Sommer, das möchte ich bei Ihnen ganz kurz anmerken, Sie haben da eben gerade auch eine Forderung in eine gewisse Abteilung gestellt. Das bringt überhaupt nichts, wenn aus politischen Gremien irgendwo Forderungen gestellt werden. Das müssen die Fachleute entscheiden, wie es letztendlich in diesen Häusern aussieht. Die müssen darüber entscheiden, wo was Sinn macht. Und wir können das gerne auch gerne kritisch begleiten, aber Forderungen von Seiten einzelner oder auch aus den Fraktionen bringen uns nicht weiter. Und da möchte ich ganz kurz mal anmerken, der Herr May hat es ja schon mal angesprochen, eben, es waren schon öfters mal Gedanken, Fusionen, drei Häuser, dann gefühlt aus, jetzt endlich ist mal wieder so weit, dass was passieren soll. Was ist der Unterschied zwischen Korbach und Frankenberg? In den vergangenen Jahren haben wir überschlaglich um die 20 Millionen Euro in Frankenberg hineingeschossen, um es am Leben zu erhalten. Die Stadt Korbach hat in ihr Krankenhaus jetzt tatsächlich im letzten Jahr eine richtige Minuszahl geschoben. Aber zuvor, die vielen Jahre, mit der schwarzen Null oder auch mit einer roten Null, sich immer über Wasser gehalten. Was ist der Unterschied bei zwei Häusern in unvergleichbarer Größe? Wissen Sie, in meinen Augen liegt der Unterschied darin, in Korbach ist die Geschäftsführung zusammen mit dem Aufsichtsrat. Die führen das Haus in ruhigem Wasser. Ich habe nicht einmal erlebt, dass irgendwie Stadtverordnetenversammlung in Korbach, und ich habe da auch viele Jahre mitgewirkt,
sich irgendwo in die Belange des Krankenhauses eingemischt hätte. Aber in Frankenberg, da kommt aus allen Ecken Forderungen hier, wir müssen das aufrechterhalten, wir dürfen das nicht nachgeben, wir müssen stark dastehen. Und das seit Jahren schon. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, bringt uns nicht weiter. Lassen Sie uns unter der Führung des Herrn Landrats diese Fusion vorantreiben. Lassen Sie uns diese Sache Fachleuten überlassen. Und wir können das gerne kritisch begleiten, aber bitte nicht wieder Forderungen stellen, weil wir müssen mit dem leben, was wir jetzt haben. Und wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, sondern wir sind hier bei So ist es. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste Wortmeldung, Frau Wolfsburg. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte für die CDU noch einmal feststellen, wir haben die Verantwortung, wir haben den Versorgungsauftrag und den nimmt uns niemand weg, der bleibt uns erhalten und wir haben auch eine Verantwortung für das gesamte Gesundheitswesen im ganzen Landkreis. Also nicht nur für Frankenberg, sondern genauso gut für Ahrhäusen, für Korbach und Bad Wildungen. Und wir wissen auch, dass 80% aller hessischen Krankenhäuser und wahrscheinlich auch alle Krankenhäuser in der Bundesrepublik im Moment eine ganz schwierige Situation haben und 80% Verluste schreiben. Das heißt, das Wissen dafür, dass die Situation gefährlich und schwierig ist, das muss auch im Landkreis da gewesen sein. Und deshalb waren wir alle, glaube ich, geschockt, dass eine solche Nachricht jetzt so plötzlich auf uns kam. Ein Controlling, das versagt haben muss, denn sonst hätte das eigentlich nicht passieren können. Wir wissen aber auch, dass nach Corona die Fallzahlen in den Krankenhäusern durchweg gesunken sind und die auch nicht wieder aufgeholt werden konnten. Und es bedeutet auch, dass ein fallzahlenabhängiges Finanzierungssystem in diesem Fall auch versagt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir eine Grundfinanzierung mit der neuen Krankenhausreform bekommen, die die Krankenhäuser in einem gewissen Grad absichern und unabhängig macht dafür, dass wir uns immer gegenseitig hochtreiben mit Fallzahlen von Operationen, die vielleicht auch nicht immer notwendig sind. Das wollte ich vorausschicken, denn ich möchte klar sagen, das eine ist die Öffentlichkeitsarbeit. Dieses Krankenhaus ist sicher und das ist eine wichtige Botschaft, die wir nach außen geben sollten. Deshalb sollten wir auch nicht darüber diskutieren, ob wir uns intern erkundigen. Natürlich ist das auch die Aufgabe der Finanzpolitiker, was wäre, wenn. Ja, das war noch ein bisschen anders. Nein, Herr May, das stelle ich jetzt fest und wir sollten da auch im Kreistag hier nicht diskutieren, weil diese Frage stellt sich für uns nicht. Für uns ist wichtig, dieses Krankenhaus muss gesichert werden. Wir werden heute eine sehr schwierige Entscheidung treffen müssen, die Auswirkungen hat für alle Kommunen, die über den Kreisumlage auch diese Verluste mitfinanzieren. Und wir wissen, dass wir so nicht weitermachen können. Wir brauchen strategische Partnerschaften, wir brauchen die Fusion. Und ich glaube auch, es ist wichtig, dass wir besser informiert werden, dass wir das mitnehmen und nach außen tragen, dass wir jetzt handeln und dass wir hier alle gemeinsam zusammenstehen, um eine gute Gesundheitsversorgung für unseren Landkreis sicherzustellen. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn auch die Grünen sich zu diesem Ziel bekennen würden. Vielen Dank. So, meine Rednerliste ist erschöpft. War erschöpft. Herr Frömmrich, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich doch noch mal zu Wort gemeldet, weil das, was Claudia Ramsburg gerade hier gesagt hat, ist ja richtig. Und ich glaube, wir sollten uns in diesen ganzen Debatten auch vielleicht alle ein bisschen zurücknehmen und in der Diskussion vielleicht auch ein bisschen mehr darüber nachdenken, was wird aus diesem Hause und was nützt diesem Hause. Und ich finde,
die ein oder andere Diskussion, die in der Vergangenheit geführt worden ist und die auch in Frankenberg, sage ich mal, von einigen befördert wird, ist nichts, was diesem Hause nützt. Und deswegen sollten wir auch in Richtung derjenigen, die da unterwegs sind, klare Signale setzen und sollten denen sagen, hört auf damit. Hört auf damit, mit dieser Art und Weise der Öffentlichkeitsarbeit, das schadet diesem Haus ganz extrem in einer Situation, in der es sowieso schwierig ist. Unser Interesse, unser gemeinsames Interesse, das sehe ich jetzt einfach mal so, auch wenn wir in kleinen Punkten uns vielleicht unterscheiden und die Herangehensweisen vielleicht anders sind, aber unser Gesamtinteresse muss doch sein, das habe ich auch schon in Frankenberg bei der Diskussion gesagt, unser Gesamtinteresse muss da sein, dass wir für den Landkreis Waldeck-Frankenberg eine gute Gesundheitsversorgung hinbekommen. Das ist für ländliche Räume sowieso schwierig. Wir hatten es diese Woche ja in Wiesbaden, die Frage der Versorgung ländlicher Räume und der Frage von Strukturen in ländlichen Räumen. Das ist deutlich anders. Ich habe es in Frankenberg gesagt, wenn man hier einen Zirkel 30 Kilometer um Frankenberg oder um Korbach macht, ja, dann kommt man gerade bis zum nächsten Krankenhaus, wenn man Glück hat. Wenn man das in Wiesbaden macht, hat man 4 Angebote der Maximalversorgung, nicht der Grundversorgung und Regelversorgung, Maximalversorger hat man da. Von daher müssen wir doch ein Interesse daran haben, dass wir die Grund- und Regelversorger, die wir haben, dass wir die stark machen und dass wir über die gut reden. Und wir haben gutes Personal in Frankenberg, wir haben gute Mitarbeiter dort, sehr engagierte Mitarbeiter. Und die sollten wir nicht im Regen stehen lassen und wir sollten nicht über sie schlecht reden. Und die Leute, die da gerade unterwegs sind in Frankenberg, ich bin auch gefragt worden, ob ich da die Unterschriftenliste, ob ich mich daran beteilige, lassen Sie das. Lassen Sie das, das schadet diesem Haus wirklich extrem. Argumente sind und weil es die falschen Herleitungen sind. Wir müssen jetzt sehen, dass wir eine gute Versorgung in unserem gesamten Landkreis haben. Mit Korbach, mit Frankenberg, mit denen, die privat auch hier sind, in Bad Arolsen oder in Bad Wildung, müssen wir eine gute gemeinsame Gesundheitsversorgung hinkriegen. Und wir haben es in anderen Regionen Hessens durchgemacht. Irgendwann fahren die Bürger an dem Haus vorbei. Die entscheiden mit den Füßen. Und wenn wir schlecht über unsere Häuser reden, dann befördern wir dieses Vorbeifahren und das sollten wir nicht machen. Lassen Sie uns gemeinsam eine Zukunftsentscheidung treffen. Jetzt müssen wir noch mal Geld in die Hand nehmen, aber wir müssen uns so aufstellen, dass wir diese Häuser der Grund- und Regelversorgung für den ländlichen Raum erhalten. Das sind wir der Bevölkerung, das sind wir den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Landkreis schuldig. So, jetzt schaue ich noch mal in der Runde. Ich sehe keine Wortmeldung mehr. Dann können wir zur Abstimmung übergehen in der Vorlage 47/2024 abgedruckten Beschlussvorschlag des Kreisausschusses kommen. Ich würde dasselbe Verfahren, wie wir es vorhin im Finanzausschuss durchgeführt haben, das heißt als erstes die Punkte 1 bis 3 abstimmen und dann den weitergehenden Änderungsantrag der Fraktionen CDU und SPD, was dann die Punkte 4 bis 8 betrifft. Da sehe ich keinen Widerspruch, dann rufe ich auf oder lasse ich abstimmen über die Punkte 1 bis 3. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Enthaltung? Einstimmig. Und dann rufe ich den Änderungsantrag der Fraktionen CDU und SPD auf für die Punkte 4 bis 8. Wer dem seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Damit stelle ich hier auch Einstimmigkeit fest. Ich rufe unseren Tagesordnungspunkt 2 auf. Verschiedenes. Ist da noch Wortmeldungen? Dann darf ich nur auf die nächste Sitzung am 11. November hinweisen. Schließe die Sitzung und wünsche ein schönes Wochenende.